So, es ist März und der März fängt klein und gelb an. Ja, vor allem gelb. Zwei Autos. VW ab. 1.0 TSI. 90 PS. Und wir verdoppeln auf 180 mit 1,4 Liter Hubraum. Genau. Abarth-Video kommt zuerst, dann kommt das Abarth-Video. Ja, dazwischen kommt noch Genf. In der ersten Woche oder so, genau. Genf. So, wir haben einen wunderschönen Tag, die Sonne scheint. Und das passt ganz gut zu dem Auto, das wir heute drehen, nämlich den VW ab, den haben wir noch. Und da legen wir jetzt gleich los. Ja, strahlt wie die Sonne das Auto. Ja, Honey Yellow. Honiggelb. Honey Yellow. Die Farbe gibt es jetzt auch beim neuen Golf. Genau, und beim Arteon. Und beim Arteon gibt es auch, stimmt, richtig. Genau, wir gucken mal kurz hier raus. Da kommt die ISO nicht mit, Moment. Sehr, sehr schönes Wetter. Und genau, da geht es gleich los. Nicht wahr, Herr Brinker? Richtig. Jedes Mal verstellst du meinen Sitz, Alter. Nur in der Weite. Ich verstehe das nicht, ne? Wenn man so Auto fahren kann. Du Schwätzer, Alter. Vor allem hast du die Rückenlehne bewegt, so. Ah, und jetzt nochmal das richtige Gleiche. Ja. Ah, genau gleich an derselben Stelle. Es ist dieselbe Stelle gewesen. Ich habe so genau drauf geachtet. So, Vater Patrick. Ich, ohne Witz. Ja, und Daniel so. Ich weiß nicht, was... Ja, ja. Das geht schon gar nicht. Guck mal. So. Wir haben so Glück gehabt heute mit dem Wetter. Deswegen muss ich heute unbedingt ein bisschen mehr vloggen. Wir sind nur noch am Filmen vom Ab. Und wir haben Besuch von einem anderen saarländischen YouTuber. What's in the box? 6 Abos, Digga. Unbedingt Kanal abonnieren. Ich verlinke den Kanal in der Beschreibung. Und ja, jetzt machen wir noch Slide-Aufnahmen. Und danach Fahraufnahmen und Drohnenaufnahmen. Und dann sind wir durch. Das Büchens. Ah. So, wir sind im Büro und wir haben heute Besuch von der YouTube-Prominenz des Saarlandes. Mal winken! So, gibt noch mal ein bisschen Vlog mit der GoPro. Ich hoffe, die Tonqualität ist in Ordnung. Ich habe jetzt nicht das. Ich habe jetzt kein Mikrofon angeschlossen, also das ist das originale GoPro-Mikrofon. Und wir sind gerade im Büro. Patrick liegt auf der Couch. Ja. Ah, ich lebe. Wir fahren gleich nach Genf zum Genfer Autosalon. Es ist 22.25 Uhr. Und heute ist Montag. Morgen ist Dienstag, Pressetag. Und wir fahren jetzt gleich schon los, so ja, in einer halben Stunde oder so, dass wir frühzeitig dort sind. Und dann drehen wir ganz viele kleine Videos von allen Premieren-Autos, die so da rumstehen. Ihr habt unterm letzten Video, wo wir gefragt haben, was ihr sehen wollt in Genf, viel kommentiert und am meisten ist gefallen der Alpine. Der neue Alpine von Renault. Versuchen wir auf jeden Fall mal ein Preview davon zu drehen. Was auf jeden Fall auch kommt, ist Ford Fiesta ST, der neue. Und natürlich der neue Opel Insignia. Und mal gucken, was wir sonst noch so vor die Linse bekommen. Was drehen wir auf jeden Fall sonst noch? DS7. Citroën DS7. Er ist nicht mehr Citroën, ist jetzt die Tochterfirma von Citroën, DS Automobile. Die haben einen neuen SUV in der Größe vom Q3, Q5 so ungefähr. Mitsubishi Eclipse. Mitsubishi Eclipse. Dann 5er Touring, BMW. Falls er da steht, aber ich gehe mal von aus. Und ja, wir melden uns nochmal, wenn wir im Auto sind, auf der Fahrt durch die Schweiz. Wir sind in der Schweiz. Ja, wir müssen noch. Kurz vor Bern sind wir jetzt. Wie lange haben wir noch? 200 Kilometer ungefähr. Okay. Genau. Und wir sind halb vier. Und ab unterwegs. Ja, und überraschend sehr sparsam. Sehr, sehr sparsam. 4,8. 4,8 Liter. 4,8 Liter.
kurzzeitig sogar auf 4,4 gewesen, aber in den Alpen ist es natürlich ein bisschen hügelig. Ja. Weiter geht's! So, wir sind schon in Genf und jetzt warten wir auf unsere Akkreditierung und dann geht's los. Hinter uns steht schon der neue Insignia. So. Ja. Anfang April kommt der bei uns zum Test. Guck mal, komm mal näher. Ah, das sieht immer geil aus. Das ist geil von dir, ne? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wir sind heute in Rüsselsheim unterwegs und das freut uns sehr, denn wir haben den neuen Insignia mit dabei als 2 Liter Turbo und 260 PS mit der 8-Gang Automatik und wir sind echt überrascht. Macht Spaß. Und wer natürlich auch nicht fehlen darf, unser lieber Michel von P1TV, stell dich mal kurz vor. Das immer wieder. Ihr kennt mich doch schon jetzt. Ja, aus dem Volvo-Video. Genau. Genau. Aus dem letzten Vlog auch. Was ist Michels Auto? Ja. Das ist unser Auto. Und jetzt kommt ein Flugzeug, also ciao. So, wir sind fertig mit den Dreharbeiten vom neuen Insignia. War ein bisschen wenig Vlog. Liegt daran, dass wir sehr wenig Zeit hatten. Ist immer alles ziemlich stressig auf so einer Fahrveranstaltung. Da ist immer noch Pressebriefing und so weiter. Und dann kommen wir erst zwischen 2 und 3 Uhr meistens zum Drehen. Und so war es jetzt heute auch. Deswegen mussten wir uns ein bisschen beeilen. Aber bisher sah es jetzt ganz gut aus. Wir machen jetzt noch mit dem lieben Michel vom P1TV ein paar Fahraufnahmen und dann sind wir durch. Richtig, dann geht's ins Hotel. So, wir sind jetzt in Frankfurt in unserem Hotel angekommen, im Sofitel hier mitten in der Innenstadt, direkt neben der Oper. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel. Wir gehen jetzt gleich noch was essen und dann war es das auch schon mit März. Und mit dieser schönen Aussicht auf die Frankfurter Skyline möchte ich mich bei euch verabschieden für den März. Und seid auf jeden Fall gespannt, was im April so kommt. Im April sind wir sogar noch ein bisschen mehr unterwegs wie im März. Und dann nehmen wir euch natürlich wieder mit hinter die Kulissen, damit ihr auch alles seht, wie es so abläuft und ja, was wir so machen.